Zu dieser Zeit, also in den 80ern und 90er Jahren, sind Überfälle auf Banken und Sparkassen ein beinahe alltägliches Verbrechen. Der Räuber hatte nach Auskunft der Kriminalpolizei zwei Kunden und drei Angestellte mit einer Pistole bedroht und den Kassierer zur Herausgabe der Banknoten gezwungen. Allein 1993 verzeichnet die Polizei 1624 Taten in Deutschland. Das sind mehr als 4 pro Tag. Meistens sind die Täter schwer bewaffnet. Oliver Huth ist Kriminalkommissar und stellvertretender Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er kennt das Profil von Bankräubern und ihre Motivation. Früher konnte man wirklich beim Banküberfall bis zu 100.000 D-Mark respektive Euro ergaunern. Heute ist das so, dass die Versicherung und auch die Bankenwirtschaft aufgerüstet haben. Wenn Sie heute eine Bank überfallen, dann müssen Sie zwangsläufig damit rechnen, dass die Bankmitarbeiter Geld auch auf Drohung erst nach einer gewissen Minutenfrequenz verausgaben können, weil die Tresore zeitgeschaltet sind. Und das macht einen Banküberfall für die Täter nicht mehr attraktiv, weil es natürlich sein muss, dass die Täter schnell in der Bank agieren und dann wieder flüchten können. Und das ist mit diesen Geldzurückhaltesystemen nicht mehr gegeben. Der wohl spektakulärste Fall in Deutschland ereignet sich 1988. Gladbeck, gestern Vormittag. Seit 8 Uhr haben sich die beiden bewaffneten Gangster mit ihren Geiseln in der Bank verschanzt. Die Ereignisse von damals und die Grausamkeit der Täter erschütterten die Republik. Auch Bankräuber Massad wusste von diesem Fall. Hat er sich je Gedanken darüber gemacht, wie stark er Menschen traumatisiert hat, die er mit seiner Waffe bedrohte? Wir treffen gemeinsam einen Bankangestellten, der schon 3-mal Opfer eines Überfalls wurde und dies niemals verwunden hat. Der Fluchtwagen steht hier mit laufendem Motor? Mit laufendem Motor. Immer nur 3 Leute, ne? 3 Leute. Ihr seid zu zweit raus? Zu zweit, maskiert mit Waffe. Was für eine Waffe? Mein Kollege, Pistole. Es gab Bankraubserien, da haben die Täter Zettel hingelegt. Die mussten erst dann gelesen werden von den Bankangestellten. Die haben die Bedrohung oft nicht ernst genommen. Und durch den Gebrauch von Schusswaffen und Vorhalten von Schusswaffen ist allen eigentlich gleich klar, worum es hier geht. Und die Täter können dann damit rechnen, dass die Opfer auch sofort reagieren. Deswegen spielt die Bewaffnung beim Bankraub jeglicher Couleur immer eine zentrale Rolle. Und ich hatte entweder eine Pumpgun oder eine abgesägte Schrotflinte. Das ist ein richtig böses Gerät, ne? Ganz böse. Warum denn so eine brutale Waffe? Warum denn nicht eine Pistole, eine einfache? Und wenn Sie jetzt hinkommen, als sind gerne 2 Meter und 3 Meter breit, dann schüchtern Sie die Leute schon eher ein. Du richtest die Pumpgun nicht auf die Person, sondern schießt in der Wand oder in der Decke. Aber das habe ich nie gemacht. Das ist schon eine bewusst gewählte Waffe. Sie können sich damit einen Weg freischießen. Das geht vielleicht mit einer anderen Bewaffnung nicht. Der wusste genau, warum er die Waffe mitnimmt. Wer sich so einer Waffe bemächtigt und die auch mitführt für einen Raubüberfall, das spricht schon viel für die kriminelle Energie aus. Und er weiß auch genau, wie er bedrohen muss und wofür die Waffe auch geeignet ist. Ich hätte also nie auf einen Menschen geschossen, weil das im Endeffekt bei allem Geld, weswegen ich die Sache ja nur noch mache und weswegen ich das gemacht habe, aber auf einen Menschen zu schießen, ist noch eine andere Kategorie, als wie so einen Banküberfall zu machen. Was er psychisch anrichtet, ich glaube, das blickt er nicht. Er sagt ja, ich habe da eine Grenze gesetzt. Ich habe zwar scharfe Waffen dabei gehabt, auch sehr martialische, aber ich hätte ja nie geschossen, also nie auf den Menschen, immer nur in den Putz. Was ich wahrnehme, ist, dass er sagt, solange ich nicht körperlich gefährlich werde, bin ich okay, dann ist das nicht so schlimm. Das heißt nicht, dass er gar keine Gefühle hat, aber er schaut ganz bewusst weg. Massads Gleichgültigkeit erschreckt mich. Sind alle Verbrecher so? Muss man so sein? Wie reagiert er, wenn er einem traumatisierten Opfer gegenübersteht? Heute muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Ralf Büttler, 60 Jahre alt und Bankangestellter, wurde schon 3-mal von einem bewaffneten Bankräuber bedroht. Die Erinnerungen daran haben sich in sein Gedächtnis gebrannt. Die Begegnung mit dem Ex-Bankräuber Siegfried Massad kostet ihn Überwindung.
Büttler will dem Täter seine Geschichte erzählen und er will Erklärungen. Wir waren alle auf den Feierabend vorbereitet. Ich war gerade am Kasse aufnehmen und hatte den Kopf auch so ein bisschen gesenkt und sehe nur mit einem Auge, wie die Tür noch aufgeht. Der kommt mit Helm rein und Waffe und kam direkt auf mich zu am Tresen. Wir kommen mit gezogener Waffe und in dem Moment sage ich, on the floor, close eyes. Der Kollege mit der Pistole geht vorne hin. Ich warte, bis die Kunden auf dem Boden liegen. Dann komme ich nach vorne, bedrohe die Person, die hier hinter steht. Dann geht der Kollege selber das Geld ausräumen. Warum denn auf Englisch? Damit man nicht nachvollziehen kann an der Sprache, wo du herkommst. Da steht er mit seinem Partner, maskiert mit einer Waffe. Was ist das erste Gefühl, das auftaucht? Der war 3-4 Meter vom Tresen entfernt. Dann stehst du da stramm und der schlotternde Knie. Das ist ein Gefühl, was man sehr, sehr schwer beschreiben kann. Das ist also ein Gefühl von Machtlosigkeit. Man merkt, wie der ganze Körper anfängt zu zittern. Innerlich, äußerlich. Man versucht, Ruhe zu bewahren, aber es ist unglaublich schwer. Man schaut auf die Waffe. Und man denkt nur, um Gottes Willen, jetzt keinen Fehler machen. Das ist eine super schwere Situation. Dann vor allen Dingen auch gerade mit der Betätigung des Alarmknopfes. Ist das nicht der erste Reflex, den man hat? Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, dann entwickelt sich Todesangst. Dann machst du gar nichts mehr. Es geht dem Bankräuber nicht um irgendwelche Menschen zu bedrohen. Es ist weder ein Sadist noch ein verquerer Typ, sondern er will dein Geld. Und noch nicht mal dein, sondern das Geld der Bank. Haben Sie den Menschen diese Not, diese Angst angesehen? Nein. Wie kann ich einen Menschen bedrohen, für den ich Empathie empfinde? Dann kann ich diese Tat doch nicht durchführen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, merkt man nicht, der will der Person ja nicht schaden, sondern der will das Geld der Bank. Nicht mein Geld. Kunden aufpassen, dass die nicht bedroht werden, dass denen nichts passiert. Gib Geld raus, haut er wieder ab. Wenn jemand eine Waffe auf dich richtet, ne? Egal ob das jetzt eine kleine Pistole ist, meine so eine Pumpgun, die ist natürlich schon eindrucksvoll. Wenn in diesem Augenblick kommen vielleicht noch andere Kunden rein, das kann natürlich zu einer Eskalation von so einer Situation führen. Ich habe gedacht, gut, das war's jetzt, wenn da jetzt irgendwo was passiert, der drückt ab, dann ist Feierabend. Das schießt einem dann halt alles durch den Kopf. Abrechnung für den Bankräuber Siegfried Massert. Heute steht er einem Opfer gegenüber. Und dann versucht man halt, die Wünsche des Täters dann halt umzusetzen. Das ist einfach nur klar. Zu funktionieren, ne? Ja. Man achtet nicht auf die Empfindlichkeit oder Befindlichkeit des Kassierers. Wenn ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, was das für eine Person ist, dass sie auch Angst haben um ihr Leben, ist das zum Scheitern verurteilt. Aber da ist jetzt ein altes Mütterchen reingegangen. Ich warte noch, bis die wieder draußen ist. Wer ist da drin? Eine Frau mit Kind? Das müssen Sie ausblenden. Vollkommen ausblenden. Und dann gibt es nur noch eins, die Tat als solche. Gab es da eine Glasscheibe zwischen Ihnen und dem Täter? Nichts? Nein. Wir hatten also damals eine Alarmvorrichtung. Die hätte ich mit den Füßen auslösen können. Dann wäre eine Stahlwand hochgeschossen. Dann wäre der ganze Kassenbereich abgesperrt gewesen. Hätte ich aber niemals gemacht, alleine schon wegen meinen Kollegen. Dann steht der Täter ja vor einer weitaus höheren Stresssituation. Er kommt nicht mehr ans Geld dran. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er sucht es weiter oder wir haben eine schöne Geiselnahme bei uns in der Bank. Wenn ich an diesen Überfall damals denke, der hat vielleicht mit allem Drum und Dran maximal 3-4 Minuten gedauert. Wo der Täter dann die Bank verlassen hat, das war dann, ich sag mal, erstmal ein befreiendes Gefühl.
Und dann brichst du natürlich auch innerlich danach zusammen, weil erst dann realisierst du, was überhaupt passiert ist. Und vor allen Dingen, was hätte passieren können. Es sind mittlerweile 25 Jahre her, aber wenn man sich so in die Lage von damals wieder versetzt, kommen natürlich noch die ein oder andere Emotion dabei hoch. Das ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl, eigentlich immer noch. Mich persönlich würde es interessieren, ob Sie sich mal Gedanken gemacht haben, was Sie eigentlich mit so einem Menschen anrichten, wenn Sie einen mit einer Waffe bedrohen, sogar vielleicht mit einem Tod bedrohen, Menschen in Todesangst zu bringen. Was das mit einem macht, da möchte ich gerne mal von Ihnen wissen, inwieweit Sie sich da mal drüber Gedanken gemacht haben, was Sie mit den Menschen anrichten mit so einer Tat. Da muss ich also sagen, Ihre Frage ist durchaus berechtigt. Die habe ich mir in späteren Jahren auch selber gestellt. Aber während der Zeit waren Sie für mich nicht als Mensch präsent, sondern als Bankangestellter. Und ich kann einfach nichts anderes sagen, als es tut mir im Nachhinein leid, dass ich jemand bedroht habe, dass er darunter leidet. Das verstehe ich, wenn man es einmal macht. Also ein einziger Bankraub, den bricht, ja, zieht man durch, dann ist man wieder zu Hause und dann denkt man, oh Mist, aber ihr habt das ja wieder und wieder gemacht. Dass du ältere Leute hast, die unter Umständen ein Leben lang traumatisiert, ja, sind. Mütter mit Kindern, da stehen Männer, die sind maskiert, die haben Waffen, die brüllen, alle haben Angst. Das ist eine Umgebung, das ist doch für jeden ein Schock. Auch für die Kinder ist das doch absolut, ja, traumatisch. Und ich frage mich dann, kriegt man das emotional verpackt? Ich hatte eine Rechtfertigung, was mir gegenüber an den Tag gelegt wurde, als ich noch Kind war. Und das ist Ihre Motivation, Ihre Rechtfertigung, warum Sie diese Taten als solche überhaupt machen können.